Na dann, wollen wir mal auf ein neues Ja. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eidolon zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst zum 50. Part von Minecraft Arno. Schon ein bisschen schlecht, dass wir das jetzt hier so ohne, ja, so in dieser dunklen Kammer hier beim Sortieren beginnen. Ganz ohne Drum und Dran. Ja, da wollte ich euch auch mal zeigen, was so zwischen den Folgen passiert ist. Ja. Offscreen habe ich hier nämlich ein bisschen was gemacht. Ihr könnt es vielleicht im Hintergrund ein bisschen erahnen. Ja. Da habe ich was gebaut. The Cave. Da habe ich mich ein bisschen runtergegraben und ein bisschen nach Schätzen gesucht. Ja, hatte Langeweile. War jetzt mehrere Stunden, genauer genommen sind es zwei Stunden lang war ich heute im Zug unterwegs, habe in der Deutschen Bahn gesessen, mit der Deutschen Bahn bin ich gefahren und da habe ich hier mal ein bisschen gebuddelt, ziemlich weit runter gegraben und ja, offscreen ein paar Schätze gesucht. Kohle habe ich ein bisschen gefunden. Eisen habe ich gefunden. Ja, nichts sonderbar Phänomenales. Aber ja. Ich habe es immer noch nicht herausgefunden, wieso die Melonen hier nicht wachsen. Aber was soll's. So, jetzt wollen wir hier einen Ersatz, ein Zweitfeld bauen. Ja, und ja, Kopfkratz. Und hier mal nebenan so die Kartoffeln und so weiter bepflanzen. Obwohl, ja, das hege ich mir doch fürs nächste Partchen auf, für den nächsten Part. Da habe ich gerade mit dem Mond, den ich da gerade gesehen habe, aufgesammelt habe, eine viel schönere Idee für den 50. Part bekommen. Die Idee hatte ich ja schon vor ein paar Parts, also nicht in diesem Part, sondern vor ein, zwei Parts habe ich die Idee ja schon gesammelt. Da haben wir nämlich hier was. Ja, hier ist es drin. Da können wir das gleich wieder ablegen. Oder zumindest mal ins Inventar hochpacken. Ich würde nämlich heute gern in diesem Part das Blumenbeet bepflanzen. Ja, so ist der Plan. Ja,
Da haben wir ganz viele Sachen, diese schönen orangenen Blumen. Ja, mal schauen, was wir davon alles anbauen können. Ja, den Kaktus können wir hier lassen. Ist vielleicht nicht unbedingt das. Blaue Orchideen, ja, wundervoll. Können wir mal gucken, wie wir hier was anpflanzen. Kann man auch einen Zaun drum bauen. Ja. Suchen wir uns ein Fleckchen für den kleinen Blumengarten. Da hinten vielleicht auf diesem kleinen Hügel. Warum nicht? Ja, so ein kleines Paradies hier oben, wo die Schweine rumwühlen. Da kann man so ein bisschen, machen wir hier noch ein bisschen flach, damit was hinpasst. Machen wir hier eine Blumen eben hin. Die Auen sozusagen. Wie die Auen von Flori. Guck mal, ein Diamant war das, glaube ich. Ich bin nicht komplett irre. Und Diamant und Pearl. Die Auen. So ein schöner Blumengarten hier. Wo man so mal reingehen kann. Mal sehen, wie wir das mischen. Ob wir das knallbunt durchmischen oder nicht. Aber ja, da können wir hier mal ein bisschen labern, wie es in Minecraft öfter der Fall ist. Ich baue hier gerade mit einer Blume die Erde ab. Ja, auch mal gut. Na dann, Part 50. 50 Parts haben wir schon geschafft. Ein halbes Jahrhundert Minecraft. Ja, wenn jeder Part von Minecraft Arno ein Jahr wäre, dann wäre das mal schon ein halbes Jahrhundert. 50 Parts, ja. Das ist schon, also, eine ganz akzeptable Zahl, die 50 als Parts Anzahl. Muss man sagen, ja. Das ist also für ein Pokémon-Let's Play wäre das jetzt so. Wäre in Ordnung. Könnte jetzt langsam auf die Top 4 zugehen. Wenn es Pokémon wäre. Nee, das Schwein wollen wir nicht verletzen. Ja, baue ich jetzt hier ein bisschen am Anfang noch die Erde ab. Aber ja. Da wird hier gleich gepflanzt. Das soll heute nichts sonderlich Spektakuläres werden. Ja, ein entspannter Jubiläumspart. Ich werde vielleicht nachher noch ein bisschen durchs Dorf ziehen und da ein bisschen das Ganze nochmal anschauen. So ein bisschen eine Tour machen. Tour durchs Dorf. Einfach mal ja, zurückblicken und vorblicken. Zurückblicken auf die letzten 49 Parts. Ja, mal sagen, mal zurückschauen, was haben wir gemacht, was war los in den vergangenen 49 und was wird uns erwarten wahrscheinlich, was ist geplant für die nächsten 50. Ja. So viel dazu. Es wird schon wieder nachts. Ja, worüber wollte ich denn gerade reden? Da habe ich jetzt mir den Faden verloren. Da hatte ich doch was vor. Oder? Wo wollte ich doch gerade ein Thema anfangen? Naja. Ich bin auch ein bisschen fertig vom Tag. Aber ein bisschen, ja, war eine anstrengende Woche, war ein anstrengender Tag. Ich nehme das tatsächlich am Freitag auf. Ja, um das mal zu sagen. Ja, mit der Erde, die wir gesammelt haben, können wir da ein bisschen was, ja, Eckiges hinmachen.
dass halt ein Feld entstehen kann. Ja. Ich muss jetzt wieder zur Schule. Das kann ich euch ja verraten. Ich mache jetzt eine Ausbildung. Was verrate ich euch nicht. Das muss nicht unbedingt sein. Da muss ich euch jetzt nicht unbedingt an die große Glocke hängen. Ja. Aber ich mache eine Ausbildung. Ich bin in der Lehre. Und habe keine Erde mehr. Dann holen wir uns was aus der Erdenkiste. Dann haben wir hier noch was drin. Ja, 64 Erde. Brauchen wir nichts zu holen aus der Dreckskiste. Die Schweine fühlen sich hier am Eck schon wohl. Ja, sprechen kann ich auch nicht mehr, bin ich voll verwirrt jetzt hier. Meine Sprache ist verwirrt heute. Ja, Freitagabend ist das so. Ich weiß, ihr seht das wahrscheinlich. Wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich das für den Dienstag geplant. Aber ja, Wochenende ist also für euch schon zu Ende, wenn ihr das seht. Ist schon ein bisschen her. Das Wochenende. Aber ja, ist ja dann bald wieder. Hey, hab ich mich gerade erschreckt. Ich bin ja jetzt auch am Wochenende mal wieder bei der Family. Hört man wahrscheinlich von der Akustik her, dass ich nicht in meinem schalligen Aufnahmezimmer bin in der Wohnung. Ah, der Fallschaden. Hat gerade tatsächlich, ihr habt es wahrscheinlich gehört, hat gerade jemand die Tür geöffnet. Die quietscht so schön. Meine Fresse hat mich erschreckt. Hier im Dunkeln sitze ich, im abgedunkelten Zimmerchen. Da öffnet jemand quietschend die Tür. Boah, wie in einem Horrorfilm. So, das mal weg hier. Brauchen wir nicht. Auch das kann dort bleiben. So, da haben wir doch hier ein kleines, hübsches Eckchen. Na, dann schauen wir mal, wie wir hier was einpflanzen können. Wir haben doch hier sogar die Harke mit, oder? Zeige ich euch mal, was eine Harke ist. Ja, ist nicht ganz im Sinne des Erfinders. Weil eigentlich anpflanzen wollen wir ja nichts. Kann ich mal einen Text testen, ob das hier funktioniert überhaupt? Ja, funktioniert. Können wir Flieder hier anpflanzen? Ich glaube, das bleibt nicht ganz in dieser schönen Form. Aber gut. Ja. Gut, das sollte eigentlich doch nicht so oft passieren. Ja. Runterfallen sollte ich dann vielleicht nicht. Das ist schlecht. Also mal schneller arbeiten hier. Damit wir hier vielleicht doch was hinkriegen. Und was gut aussieht, was halbwegs gut aussieht. Eingeebnet ist. So, hier mal die Ränder machen. Komme ich gar nicht zum Reden hier vor lauter Feld erstellen. Kommt man dann am Ende doch nicht zu dem, was man geplant hat. Ja, so ist es halt in Minecraft. Minecraft ist ein Spiel. Da bin ich manchmal auch ziemlich dankbar, aber ja. Manchmal eben auch nicht.
ein Spiel, was halt viel zulässt, dass man viel reden kann, dass man auch ein bisschen off-topic geht, dass man, ja, dadurch, dass es auch keine Topic gibt, hat man halt viele Möglichkeiten, off-topic zu gestalten, da, ja, da es auch keine Dialoge gibt, dass es kein Rollenspiel ist und nichts Vorgegebenes. Ja, hat man freie Bahn, was man auch baut und was man macht und was man so gestaltet. Ja. Dadurch, ich weiß auch nicht, was ich hier gerade mache, wieso ich das hier gerade mache. Naja. Einstein. Den müssen wir noch abbauen. Den Einstein. Zack, also Schwein, steh mich nicht im Weg rum. Zack, zack. Das ist halt so ein Spiel, das kann man nicht immer spielen. Manchmal spiele ich wirklich lieber Minecraft, manchmal spiele ich wirklich lieber ein Pokémon RPG oder ein ähnliches Projekt, wo man halt viel Text hat, den man einfach mal sprechen muss. Das ist dann, ja, da muss ich mir nichts überlegen. Das ist dann halt ein bisschen einfacher auch für mich. Da muss ich halt nicht sagen, ja, bereite ich ein Thema vor, sofern ich das hier überhaupt vorbereite. Ja. Es geht meistens doch frei heraus. Und, ja. Weniger Freiheiten, weniger Zwang, da irgendwas thematisch rausholen zu müssen. Das ist schon so, muss nicht so viel Kreativität leisten. Ist dann manchmal doch ziemlich recht. Ich glaube, das ergibt hier recht wenig Sinn, das Anbauen. Nur, dass da wieder zuwächst, aber ja, orange Tulpen, fangen wir doch mal mit denen an. Die sind gut. Vielleicht hier so auf der Seite. Zack, zack. Ich würde es mal in einer Reihe. In einer Reihe hinkriegen. Die Haare ist fast alle. Sowas. So. Die orange Tulpe. Okay, tatsächlich geht das nicht so sortiert. Muss es wohl versetzt sein. Ja. So sieht's aus. Mehr davon haben wir nicht. Okay. Dann mache ich da doch eher ein kleineres Fältchen draus. Zack, 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 zack. So. Wieder einsammeln. Schwein läuft durch die Blumen. Ja. Schön, schön. Mond zwischen die Tulpen? Naja. Nicht unbedingt. Margarete. Schön, schön. Rosensträucher haben wir. Schwein, lauf nicht einfach durch meine schönen Blumenlandschaften. Da muss ich mal Rosen aufbauen, damit du hier nicht, damit du mir nicht durch die Quere läufst. Zack, zack. Hier. Wunderbar, Ski. Haben wir nicht so viel davon. So. Das
sieht ein bisschen so neben den hier ein bisschen anders aus. Boah, die blauen, die glänzen am Abend. Zack, 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 zack. Der Flieder. Aber 25 von, da können wir jede Menge mitmachen. Können wir hier ein ganzes Feld mit voll machen. Ja, ist auch nicht hässlich. Hier kann man auch durchhuschen. Die kleinen Bäume, die den Weg verzerren. Versperren. So, da sind wir so auch an losgeworden. Ja, ein Bettchen wäre nicht schlecht. Das sollten wir mal aufsuchen gehen. Ja, wenn ich so zurückgucke auf die Ach, ein Löwenzahn, ja, das Unkraut, das müssen wir nicht unbedingt anpflanzen. Wenn ich so zurückgucke auf die Parts, die ich bisher schon hatte, also Part 0 bis Part 50 jetzt hier, inklusive diesem Part, der wird ziemlich wild hier. Nein. Wenn ich so zurückblicke, ja, ich höre mal wieder auf und fange dann wieder an. Ist ein bisschen verwirrt heute. Aber ja. Dann muss ich sagen, bin ich wirklich stolz teilweise auf so manche Parts, die ich gemacht habe. Hier in Minecraft Anno. Sind schon echt schöne Sachen hier entstanden. Ganz schöne Ideen und Bauwerke, die wir gemacht haben und auch Abenteuer, die wir erlebt haben. Ist ja schon nicht schlecht. Dornensträucher, warum tun mir die Dornensträucher nicht weh? Okay, ist noch nicht ganz voll hier, aber wenn wir noch ein paar Blumen finden, können wir der hier weiterhin anpflanzen. Aber das ist doch schon ein gutes Anfängchen. Ein Beet, was auch noch umgepflanzt werden kann. Naja, und das, was wir hier eingeebnet haben, umgegraben haben, ist auch schon wieder hinfällig. Naja, wozu überhaupt? So, wenn wir noch irgendwann schönere Blumen als den Flieder finden zum Beispiel. Nicht, dass hässlich wäre, aber ja. Kann man den auch noch hier anpflanzen. Kann man gut Verstecken spielen im Flieder. Hui. Kann man sich noch ducken hier. Patz. Hui. Wo bin ich? Finde den Zwerg. Joa. Alles klar. Na dann. Ja, mir fehlen noch ein bisschen die Worte. Erstens bin ich, ja, muss ich nicht nochmal betonen, dass ich müde bin. Ja, mach doch mal Feierabend hier. Das ist, ihr sagt doch nicht immer, dass du müde bist und dann machst du trotzdem noch Aufnahmen, Zwergi. Ja, musst du doch nicht den anderen hier mal vorhalten, dass sie sich schlecht fühlen oder so. Ja, hier die Küche. Hübsch. Können wir mal hoch auf den Turm gehen. Ja. Können wir mal hoch auf den Turm gehen.
und das Ganze mal von oben betrachten. Können wir mal hochgehen oben auf den Turm und das Ganze mal von oben betrachten? Sehr gut. Alles klar. Da sollten wir vielleicht nicht gerade runtersegeln. Ja. Da sollte man nicht fallen. Dann sind wir gleich tot. Ja, so sonderlich viel ist hier noch nicht los. Also so viele Gebäude stehen hier noch nicht. Aber ja, ist ja auch erst Part 50. Und dafür denke ich, ist schon einiges, also ist schon einiges auch geschichtlich, vor allem geschichtlich passiert, so von der Story, was ich erzählt habe. Hier sieht man noch die Reste des Turms, so den Abdruck des Turms, was so, wo der eingestampft ist, von der abgebaut wurde. Vielleicht bauen wir da eines Tages einen neuen hin, ja, um auch schon in die Zukunft zu sehen und zu gucken, was könnte hier noch im Dorf hinkommen. Neben der Kirche, neben dem Haus von Siegfried, der fast nie zu Hause ist, dem Gefängnis dort hinten, meinem bescheidenen Wohnsitz, hier die Taverne in der Mitte des Dorfes. Und da, wie gesagt, noch ein Turm hin, da kann ein hoher Turm mal hinkommen, der auch hier gern mal ein bisschen in die Höhe geht. Ja, Bartkratz. Und eine Sache, die ich auch ganz gerne noch machen würde, abgesehen davon, dass ich da noch hier in diese Richtung ausbauen will, ich mal so in die Ebene mal versuchen würde, da noch ein paar Sachen hinzubauen und mal in die Höhe zu bauen, würde ich gerne mal in die Tiefe bauen, also unter der Erde noch weiter, also in den Berg hineinbauen. Wir sind ja hier ziemlich weit oben, ziemlich weit auf der Spitze des Berges. Haben wir jetzt einen hohen Punkt hier ausgesucht. Fast schon in den Wolken. Also hier oben müsste eigentlich ziemlich dünne Luft sein. Wenn ich jetzt hier auf dem Kirchturm stehe und hochhüpfe, da komme ich eigentlich fast nicht mehr hoch. Und da sind wir hier schon fast, also da sind wir schon nicht nur fast, sondern sind wir auf Wolkenniveau. Ja. Schön, schön. Durch die Wolken. Was ich sagen wollte, würde ich gerne auch mal nach unten arbeiten, in den Berg hinein. Da halt irgendwie eine Unterölstadt auch ein bisschen weiterbauen. Was heißt weiterbauen? Mal anfangen. Unterirdische Stadt. Ach, das kann so offen bleiben. Und da mal vielleicht irgendwie unterirdisch alles verbinden. Mal irgendwie ein paar Gänge bauen, ein paar Wege machen. Halt, ja, das Gasthaus mit dem Haus verbinden und halt, dass unterirdisch noch einiges abläuft, was man an der Oberfläche gar nicht sieht, was man gar nicht vermutet. Das finde ich ziemlich reizend, dass das dann vielleicht ein Zentrum hier, Mittelpunkt, hier zum Beispiel hier unter dem Gasthaus dort drüben vielleicht oder halt hier im Mittelpunkt unterirdisch so ein ganz großer Raum ist, so eine Halle, wo dann halt, ja, wo einiges passieren kann, wo dann halt vielleicht auch, ja, vielleicht, ich sag mal, so eine Wettbewerbshalle oder eine Kampfeshalle oder sowas, eine Arena entstehen kann, vielleicht unterirdisch. Ja, da habe ich ganz viele Ideen. Ist vielleicht nicht ganz so schlecht, da mal was in die Richtung zu machen. Gerade als Zwergenfürst ist es vielleicht nicht so schlecht, mal unter Tage zu bauen. Und da mal unter die Oberfläche zu gehen. In den Berg reinzubauen. Ja, das ist, war eh schon von Anfang her irgendwie in gewisser Weise geplant. Und daher, ja, ist es sowieso ein Muss, ob man früher oder später.
werden wir uns mal in irgendeinen Berg reinbauen und da mal einen großen Palast errichten. Einen Zwergenpalast. Das wird jetzt hier nicht immer doofmäßig und oberlandschaftlich sein. Gehen wir vielleicht auch mal in ein paar Parts in die Tiefe und bauen mal über eine ganze Zeit lang ein unterirdisches System. Das fände ich zumindest ganz reizend. Das wäre total reizend schon, da sowas zu bauen, sowas hinzukriegen. Das wäre schon keine schlechte Idee, finde ich. Ja. Aber was findet ihr denn? Was ist eure Meinung dazu? Was sagt ihr zu der Sache? Was wollt ihr denn gerne sehen? Könnt ihr euch natürlich auch immer ein wenig austauschen mit mir in den Kommentaren und mit den anderen Kommentatoren. Hui, da spielen wir ein bisschen im Blumenbeet. Auch mal schön. Und dann hier die Schweine durchlaufen, die Hühner, Schafe und so weiter. Ist auch ganz schön. Wenn die mal so ein bisschen im Blumenbeet tollen. Ja, das Gasthaus. Das Gasthaus zur goldenen Schaufel. Zur güldenen, heißt es, glaube ich, nein, zur goldenen. Ja, auch was ganz Schönes. Oh, da ich mich gerade erschreckte, nicht von der Batterieleistung, sondern da oben ist doch was. Da hatte sich gerade was bewegt. Hat zumindest so ausgesehen. Dachte ich zumindest. Ich dachte, was gesehen zu haben. Naja. Da halluziniere ich schon. Na denn, haben wir ein bisschen rumgeeiert, haben wir ein bisschen Blümchen und ein bisschen gelabert und ein bisschen erzählt. Ein bisschen sentimental rumposaunt über Minecraft Arno. So ein bisschen, ja. Auch ein bisschen Quatsch gemacht. Gequatscht. Ist ja Quatsch erzählen. Ja. Und in diesem Sinne hier am Blumenbeet, im Blumenbeet verabschiede ich euch hier. Dann sage ich Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Ja. Mal ein bisschen was Spannteres, ein bisschen was Leichteres, ein chilliger Part. Mal mit keinem großen Ziel, keiner Bausache, keiner Storysache, keinem nichts. Ja, dafür mal ein bisschen gequatscht. Muss auch mal sein, muss auch mal solche chilligen Parts geben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, das hofft man ja immer auch bei den anderen Parts. Ich hoffe, euch haben die letzten 49 Parts Minecraft Arno gefallen. Mir hat es gefallen. Also, mir gefällt es bis jetzt sonderbar. Also, ich habe da wirklich Spaß dran und weiß nicht wirklich, was ich rede. Deshalb rede ich so seltsam vor mich hin. Ich sollte, glaube ich, mal Schluss machen hier mit diesem Part. Ich hoffe, euch hat es nicht zu sehr gestört, was in diesem Part so in der Vorsicht ging, war ein bisschen verwirrt. Aber ja, man sieht sich in einem anderen Video im nächsten Part Minecraft Arno auf diesem Kanal wieder auf weitere 50 Parts, dass wir die 100 bald begehen können. Ja,
Ich habe ein großes vor. Ich möchte schon mindestens die 100 schaffen. Ja. Also ja, mein großes Ziel ist es, mal Gronkh zu überbieten. Ja, Minecraft 2000. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Aber mindestens Paluten müssen wir erreichen. Also Paluten Freedom Squad. Minecraft Freedom Master müssen wir schon hinkriegen. Und 363 Parts. Mal schauen. Kriegen wir hin? Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Aber erstmal auf weitere 50 Parts und schauen wir mal. Und was wir so die nächsten 50 Parts zusammen zimmern hier. Ist einiges entstanden in 50 Parts. Ja, mal schauen, wie das in 50 Parts hier aussieht. Nochmal 50 Parts. Na, da freue ich mich schon drauf. Ich habe die Verabschiedung eigentlich schon gemacht, habe jetzt hier noch drüber geredet. Ja, was soll's? Man sieht sich. Bis zum nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao. Haut rein.